Hallo, Hallöchen. Wir spielen wieder LS19 auf dem PC auf der wunderschönen Karte Südhämmern. Und ja, wir sind da gerade bei meinem Verkaufsstand hier. Und zwar wollen wir noch die Pellets verkaufen. Wir brauchen ein bisschen Geld. Wir haben da Paletten voll zu stehen. Ein paar habe ich schon verkauft, hat schon ein bisschen Knete gegeben. Und wir wollen jetzt dort noch die restlichen abladen und verkaufen. Dann haben wir noch Kartoffeln, was wir noch verkaufen können. Wir müssen nämlich ein Uhr. Nicht ein Uhr, sondern ein. Wir brauchen noch einen Kalkstreuer. So, das ist weg. Gab schon wieder 2000. Okay. Also, so eine Palette, das geht schon für 2000. Wir haben jetzt 7 Paletten gehabt. Das sind die letzten 3, die ich noch aufladen muss. Ist ein bisschen eng. Hier ist wahrscheinlich nicht ganz so günstig gewählt, diese Verkaufsstation. Aber woanders kann ich sie auch nicht verkaufen. Ich kann es höchstens noch als Tierfutter für die Kühe verwenden. So, super, haben wir das auch erledigt. Wir haben mittlerweile haben wir Schweine, 8 Stück. Die haben auch schon was zu fressen. Die sollen Gülle produzieren. Weiß zwar nicht, ob sie es machen, ob sie es kapiert haben, aber theoretisch sollten die mal Gülle produzieren, und wenn die das machen, kann ich davon wieder Dünger herstellen oder sonstige Sachen. Und wir haben noch ein Rübenfeld zum Ernten. Und die anderen Felder sind noch alle zu bestellen. Also wir haben auf jeden Fall mal ordentlich zu tun. So, warte mal, wir fahren mal hier. Da sind die Schweinchen. Ich glaube, so richtig viel produziert haben sie wahrscheinlich noch nicht. 7 Liter Gülle. Ja gut, das ist besser wie nix. So, hier hinten stehen unsere gewaschenen Kartoffeln. So, warte mal. Unser neuer Anhänger. So, wir gucken mal, wo wir die gewaschenen Kartoffeln verkaufen können. Dann können wir uns entweder irgendwas zum Rübenernten besorgen oder irgendwas zum Kalkstreuen. Obwohl das zum Rübenernten wahrscheinlich schlauer wäre. Dann gewaschene Kartoffeln, Gasthaus, 1000, Gasthaus. Das Gasthaus ist ja, glaube ich, oh, wo ist das Gasthaus? Da hinten. Okay, dann bringen wir es dahin. 28.000. Würde das so circa geben?
So, eine Ladung gewaschene Kartoffeln zum Gasthaus. Ja, und da müssen wir schon in Rübentechnik investieren. Dann können wir noch ein bisschen die Schweine füttern mit den Rüben. Und vielleicht zur Zuckerfabrik nochmal so eine Ladung fahren und Zucker herstellen. So, ich will mal hier hinten lang fahren. Bei der Bäckerei vorbei, würde ich sagen. Jawohl. Ah, da hinten fährt die Dampflok. Habt ihr vielleicht gesehen? Ja, hat ein bisschen zu tun hier mit den Kartoffelchen. So, hoffe, das Gasthaus hat schon offen. So, hier ist irgendwo die Brauerei und ich meine, die Zuckerfabrik ist hier auch irgendwo. BGA, Obsthof, aha. So, hier muss das Gasthaus sein. Hat dort hinten auch eine Einfahrt? Ich glaube, es hat hinten auch eine Einfahrt. So, willst du unsere Kartoffeln nicht annehmen, oder was? Gasthaus, sind wir auf jeden Fall richtig. Aber kann sein, damit es noch geschlossen ist. Ah, jetzt, okay. Okay, das Geld kommt. Unser Anhänger kippt da wunderbar ab. Ich liebe das Teil. Sieht super aus. So, 28.000. Mittlerweile haben wir 44.000. Dann, würde ich sagen, fahren wir gerade mal beim Händler hin, holen uns da noch Rübentechnik. Und werden gleich mal losfahren, Rüben ernten. Meine Güte, ich fährt aber häufig die Lok. So, genau, rechts rum geht's Zuckerfabrik, links rum geht's zum Händler.
So. Gehen wir doch direkt mal hier zur Verkaufsstation. Und ich habe schon mal geschaut. Und zwar brauchen wir den Fortschritt KS6. Warum das alte Teil? Weil der kann nachher Zuckerrüben, Rotkohl, Weißkohl, Salat, Zwiebeln, Karotten. Der kann eigentlich alles ernten. Und der ist noch erstmal noch in meiner Preisklasse. GPS bauen wir gar nicht ein. Brauchen wir gar nicht. So, wir brauchen dann natürlich noch das Teil zum Rüben rausholen. So, und dann sollte der da stehen. Jawohl. Dann schmeißen wir das Ding mal an. Läuft. So, mal schauen, ob der da folgen kann. Kann er? Dann fahren wir zum Rübenfeld. Der ist, glaube ich, nicht allzu schnell. So, wie viel haben wir noch? 14.000. 14.000 hätten wir noch. So, die Waschanlage müssten wir noch mit Diesel befüllen, dann würde die auch noch die restlichen Kartoffeln waschen, dann würden wir auch noch Geld reinkriegen, müssen aber erst wieder Diesel kaufen. Mir fast gedacht. So, wo ist denn hier mein Rübenfeld? Das muss hier irgendwo sein. Ich glaube, das ist das Kleine hier. Nee, das kann es nicht sein. Warte mal. Gucken. Das wäre auch noch meins. Sehe ich gerade. 16. Das wäre hier hinten. 25 weiter geradeaus. Oh, warte. Also, wir hätten noch mehr zu ernten. Cool. Ah, das ist doch das Feld, wo das viele Unkraut drauf ist. Okay. Stopp! Meine Güte. Mach mal langsam. So, ich glaube, es geht. Was ich noch gucken muss, kann ich eigentlich nachher da überladen oder ist es zu hoch?
Ich glaube, es ist zu hoch. Okay, das ist ein bisschen ungünstig. Vielleicht muss ich da das obere nochmal runternehmen. Oder wir brauchen was anderes zum Abfahren. Eingegangen ist nicht. Wir könnten natürlich auch was anderes holen. Muss jetzt ja natürlich nicht dieser Tandem-Anhänger sein. So, also Rüben werden geerntet. Jetzt müssen wir nur noch was besorgen zum Abfahren. Wir haben zwar hier einen schönen Anhänger, aber bloß einen. Unser Unimog steht nämlich noch hinten an der anderen Halle. Vielleicht fahren wir da schnell mal rüber. So, ich brauchte noch irgendwie so ein kleines Auto, ein Buggy oder irgendwas, wo ich da mal schnell von A nach B fahren kann. Ich meine, so geht's auch, Stil echt, mit einem Eicher, aber so, also. Muss der Unimog wieder dran glauben. Dafür ist er ja da. So, würde noch mal kurz an der Werkstatt vorbei. So, ich glaube, ich muss reinfahren. So, was hätten wir denn gerne? Wir hätten... warte, wieso hat er mir das gerade wieder alles zurückgesetzt? Das ist blöd. Das ist komplett blöd. So, mit Plane. Genau, Reifen hätte ich gerne. Spezialreifen. Aber die Breiten. Genau, die brauche ich zum Abfahren. Rundumleuchte. Haben da Motor. Sound. Kulig. Zusatzscheinwerfer hatten wir doch da noch auf dem Dach drauf, hätte ich gemeint. Genau. Sonnenblende haben wir auch aktiviert.
So müsste das eigentlich wieder korrekt sein. Kostet nicht allzu viel. Konfigurieren. Jawohl. So, paar fette Schluffen. So, und wenn wir dann Geld übrig haben, kaufen wir dann auch noch einen größeren oder noch einen zweiten Anhänger. So, jetzt ist er schon voll. Der KS6. So, schauen, ob er jetzt mit den Reifen ein bisschen mehr Traktion hat hier, aber das sieht noch gar nicht unbedingt so aus. So, den Rest in den Anhänger. So, wollte jetzt mal gucken, ob das hier besser geht jetzt mit den Reifen. Ah, hab schon so ein bisschen das Gefühl, damit die breiten Reifen, dass die Kraft ein bisschen mehr hier auf dem Boden kriegen. So, dann läuft das da. Wie viel hat er denn jetzt schon drin? Wie viel kriege ich noch rein? 8000 kriege ich sicher noch rein. So, ich würde aber trotzdem sagen, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Däumchen da. Und wer es noch nicht getan hat, ein Abo und die Glocke aktivieren, damit er keine weitere Folge mehr verpasst. Ich sag danke, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.